Jetzt bin ich irgendwie schlecht gelaunt, aber das ändert sich hoffentlich gleich. Es donnert und blitzt und es regnet ganz arg. Gerade in einem Laden und decken uns ein bisschen mit Weihnachtsdeko ein. Ich zeige euch später mal, was wir dann alles holen. Es gibt hier so viel Zeug, richtig kitschig teilweise, aber auch Lichterketten und so. Und wir werden uns jetzt erstmal eindecken. Wir waren dann noch mit einer Freundin im Irish Pub und der hatte wirklich eine super coole Vibe. Na? Weitere wunderschöne Abend. Vielen goldenen, wunderschönen, strahlenden Musik. Diesen Herrn kennen wir schon. Aus ja. Wir laufen gerade nach Hause und laufen über den Vatikan und haben gesehen, dass da schon der Weihnachtsbaum steht. Ein riesiger Baum, der ist fast so groß wie die Peterssäule. Ja, wir zeigen es gleich, aber es sind noch keine Lichter dran. Das kommt noch. Wir kriegen den Prozess. Nicht Weihnachten. Ja, wir kriegen den Prozess mit. Wir haben dann am Abend noch einen Teil der Weihnachtsdeko angebracht, was wirklich schön war. Wir frühstücken eigentlich jeden Morgen zusammen, was totales Privileg ist. Dabei hören wir meistens einen Nachrichtenpodcast, zum Beispiel Auf den Punkt von der Süddeutschen Zeitung. Sunshine Ende November. Let's go. Wir laufen zum Park, weil heute so schönes Wetter ist und lesen ein bisschen, vielleicht brainstormen für ein paar kreative Ideen und wir haben richtig viel Lust, gell? Ha ja. Und davor hoffentlich noch was essen, aber wir sind ein bisschen spät dran. Ja. Deswegen weiß das niemand. Und frohen ersten Advent. Yes, heute ist der erste Advent. Johanna hat einen sehr, sehr schönen Adventskranz vorbereitet. Und heute Morgen könnten wir die erste Kerze anzünden. Ja, das war sehr schön. Ja, das war schön. Jetzt bin ich irgendwie schlecht gelaunt, aber das ändert sich hoffentlich gleich. Sogar einen Audio-Guide im Pantheon, was ich wirklich jedem sehr ans Herz legen kann.
Weg zur Post und habe aber gemerkt, dass die erst in 20 Minuten aufmacht. Aber das ist gar nicht so ein großes Problem, weil ich will auch noch ein paar Besorgungen machen. Sebastian und ich machen uns einen Adventskalender gegenseitig. Also jeder macht 12 Türchen, so dass wir immer abwechselnd ein Türchen aufmachen können. Und da brauche ich noch ein paar Sachen. Einstündigen Call wegen meinem Bachelor mit einem Professor, der mich da begleitet. Und es war sehr anstrengend, aber jetzt sind wir schon ein großes Stück weiter und ich kann wahrscheinlich irgendwann bald anfangen zu schreiben. Und jetzt gehe ich aber in die Stadt. Da ist schon Sebastian und ich filme noch ein paar Reels und TikToks und schneide das YouTube-Video. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not. Ich schneide gerade das Video von Woche 5 und mir fällt auf, dass ich in den letzten Tagen, glaube ich, echt richtig wenig aufgenommen habe. Oder zumindest heute auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen einen schönen 1. Dezember und hoffe, dass ihr auch schon in Weihnachtsstimmung seid. Falls ihr mir nicht auf Instagram folgt oder auf TikTok, da machen Sebastian und ich einen Couple-Adventskalender, bei dem wir jeden Tag eine Intimacy-Exercise teilen für Paare. Also folgt mir da auf jeden Fall. Ich heiße bei beiden picturing.spirit und wir haben auch einen Kalender für uns gegenseitig gemacht. Morgen mache ich mein Türchen auf und da nehme ich euch dann wieder ein bisschen mehr mit. Heute war richtig schlechtes Wetter. Es wird hier in Rom gerade auch richtig kalt und deswegen sind wir viel drin, arbeiten viel, chillen viel und da filme ich nicht so oft. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Es donnert und blitzt und es regnet ganz arg. Wir sind mitten in der Stadt. Oh nein! Nach dem Kaffee ging es für uns dann in die Klimt-Ausstellung. Auch hier hatten wir wieder Audio-Guides und es war wirklich super interessant. Wir haben hier über 2 Stunden verbracht. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing. Diese 3 Gemälde von Gustav Klimt waren nur noch in Schwarz-Weiß und als Foto erhältlich, da sie in der Nazi-Zeit verbrannt wurden. Erst vor kurzem wurden sie mit neuen Farbgebungstechnologien wieder eingefärbt. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need and that ain't you. Das war es auch schon wieder mit der 6. Woche in Rom. Lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da als Feedback oder abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Bis bald!